Ja, Leute, Hallöchen, herzlich willkommen hier bei den Giant Roosters mit mir, dem P-Freak. Ich mache mich heute mal alleine auf den Weg und zeige euch dann direkt im ersten die neue Map mit dem neuen Operator, der neuen Verteidigerin. Ja, ich habe in meinem kleinen Let's-Show oder Have a Look vergessen, die Schrotze zu zeigen. Deswegen spiele ich sie jetzt auch. Halbautomatik. Und wie ich gehört habe vom Steven, soll die ziemlich OP sein. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, okay. Biogefahrgutbehälter ist hier. Der erste hat schon gute Tipps. Oh, was ich sagen kann, die Olle ist ziemlich schnell. Ich wurde entdeckt. Bumm. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Kamera wird aktiviert! Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Neue Kameraübertragung läuft. Keine Sorge mehr. Okay, wir haben nichts von oben. Oh, Waffen. Ich setze den Sensor ein. Türbarrikade wird errichtet! Gucken, wen dürfen wir begrüßen? Sensor aktiviert. Ash hat hier geschossen. Nice. Scheiß. Kamera positioniert. Der Gegner versucht, weiteren Zugriff auf Gefahrgutbehälter verhindern. Geht die ab. Gefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Oh, fuck! Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ja, scheiße. Erste Runde verloren. Eigener Operator gefallen. Aber die Wumme macht echt gut Druck. Okay. Greifen wir mal an. Mal
Mal gucken, ob wir ihn picken können. Jo, Pick geglückt. Primärwaffe, nein, wir wollen die, genau. Die Sicht finde ich sehr nice. Die Map ist, also ich kenne die Map überhaupt nicht. Wie gesagt, ich spiele das erste Mal die Operator, also jetzt im Match und das erste Mal die Map und ich bin gespannt. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Okay. Ja, wir haben hier direkt eine Öffnung. Ja, Treppe. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Okay, oben. Na, die haben auch einen. Ah, da ist die Treppe. Einsatz in 10 Sekunden. Okay. Sekunden. Die haben Puls. Die haben sie, die haben Puls. Gefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. One injured. Platziere Streusprengsatz. Sprengladung scharf gemacht. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Behälters einstellen. IQ, why? Hat der einen Teamkill gemacht? Pisser! Lade Magazin nach. Nice, süß. Just look at the window. Go to the left side.
15 Sekunden übrig. Step in the room. 10 Sekunden übrig. Left side. Mit Sicherung getrauntes Einstellen. 5 Sekunden. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Nice try. Der eigene Trupp konnte den Biobehälter nicht rechtzeitig sichern. Der Gegner gewinnt. Leute, was ist da los? Was ist da los? Picken wir nochmal sie. Die Waffe war geil. Oh, jetzt. Aber warum hat die wir mich geteamkillt? Den Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Okay. Oh, da geht's schon raus. Die Wand ist befestigt. Die Stimme der Gegner hat wechsle das Magazin. Bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Das Gerät ist vorbereitet. Gerät ist Zugangssperre angebracht. Denn so ein. Wann sie nur kommen. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. They've opened the window. I'm down. Ash outside sniping. Nice. Bandit, drone. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt.
ein Gegner übrig. Nice trap. Left side in. Don't face. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Die Gegner sichern den Behälter. Es bleiben noch 5 Sekunden. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Verdammt! Absolute Niederlage. Aber wir haben die neuen Operator ausgetestet und sie sind geil. Also die Schrotflinte, sag ich mal in Anführungsstrichen, die ist sowas von OP. Der Steven hatte recht. Ja, 2 Kills, 2 Assists, leider Teambester. Naja, jetzt Verliererteams. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht ist der Steven da mit dabei. Bis denn. Tschüss.